Was wäre ein gut gemeinter Ratschlag jetzt aus Ihrer Perspektive an Wirtschaftsminister Habeck? Was würden Sie ihm derzeit raten? Ich würde sagen, er sollte das machen, was er kann, Kinderbücher schreiben. Und das bedeutet sofortiger Rücktritt und ja, dann wieder als Kinderbuchautor weitermachen. Die Bundesregierung muss zurücktreten. Wenn sie nicht zurücktritt, muss sie einfach weggewählt werden.